Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Vielen Dank für die wunderbaren Resonanzen, die bei uns eingehen. Und da schreibt zum Beispiel jemand: Ich habe gerade die Predigt Heilung, dein Geschenk von Gott, auf Bibel TV gehört. Und die Predigt hat mich sehr ermutigt. In letzter Zeit kamen immer öfter die Gedanken, dass Gott mich nicht heilen wird, warum auch immer. Aber jetzt stehe ich wieder auf und vertraue dem Herrn. Danke für all eure Gebete, liebes Team. Seid gesegnet. Und auch heute wollen wir dich ermutigen, dein Vertrauen auf Gott zu setzen. Hoffnung um 12. Der König kommt zu dir. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Der König kommt zu dir. Du sagst vielleicht, ja, König, das kann vielleicht in Großbritannien oder sonst wo sein. Nee, ich meine den König in der Bibel, der König Jesus. Er kommt zu dir. Und gerade hier in der Adventszeit ist es eine Sache, wo wir uns das wieder bewusst werden können, wo wir wieder bewusst werden können, der König kommt zu uns persönlich. In Sacharja 9, Vers 9 heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Es heißt nicht ein König, sondern dein König. Siehe, dein König kommt zu dir und nicht irgendwohin oder auf die Welt. Dein König kommt auf die Welt oder irgendwo nach Bethlehem oder sonst wohin. Nein, siehe, dein König kommt zu dir. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich zu Jesus, mein Jesus, sagen können, dass wir Ja zu ihm gesagt haben. Das ist eine ganz wichtige Sache. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter. Das ist etwas, wo heute sehr selten geworden ist. Er ist gerecht und er ist ein Helfer. Und gerade in der Zeit heute brauchen wir ihn als Helfer ganz, ganz dringend. Und nimm diesen Vers heute wirklich als Stärke auch. Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt zu jedem kommst. Du bist der Gerechte, der Helfer. Du bist der Erlöser. Jeder, der zu dir kommt, Herr, zu dem kommst du auch. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du persönlich zu uns kommst, dass du uns beim Namen kennst und nennst und dass du auch alles weißt, was wir brauchen. Danke, Herr. Amen. Amen. Und weil dieser König dein Helfer ist, wird er es auch tun. Und per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Liebes Team vom Missionswerk, seit Monaten habe ich nach einer erfolglosen Wurzelbehandlung und dem Zahnziehen danach noch Schmerzen am Nebenzahn. Leider findet der Zahnarzt nicht, warum es noch schmerzt. Eventuell ist da noch eine Entzündung oder ein Nervenschmerz im Zahnfleisch oder Knochen. Könnten Sie bitte für mich beten? Ja, Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Person kennst. Und das ist so unangenehm, wenn man nicht essen kann und Schmerzen hat. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst, dass du die Ursache beseitigst, wo dieser Schmerz herkommt. Und wenn es auch keiner weiß, aber du weißt es. Und wir danken dir, dass jetzt gerade deine heilende Hand auf diesem Zahn liegt, auf diesem Kiefer liegt. Und ich danke dir, Jesus, dass da jetzt Heilung fließt. Und danke, dass dieser Schmerz ein Ende hat. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Und per E-Mail kam diese Bitte um Gebet. Ich habe ein Gebetsanliegen für meine Freundin. Bei ihr wurden Knoten in der Brust und in der Leber festgestellt, die bösartig sind. Die Chemotherapiebehandlung soll demnächst stattfinden. Herzlichen Dank fürs Gebet. Und Jesus, du kennst auch diese große Not. Und ich danke dir, dass auch dieser Knoten, dieser Tumor, dieser Krebs ein Ende hat. Und danke, dass diese Zellen, die nicht dahin gehören, eintrocknen im Namen Jesus. Und du hast auch das mit ans Kreuz genommen. Und wir danken dir, dass du mächtiger bist und größer bist als jeder Krebs, jeder bösartige Geschwulst oder was immer es auch ist. Danke, Jesus, dass du
da eingreifst und dass du diese Person berührst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns. Hallo, ihr Lieben vom Missionswerk. Danke für eure Liebe und euren Dienst. Bitte betet für die Tochter meiner Freundin, bei der zum dritten Mal der Krebs wieder zurückgekommen ist. Die Schatten am Bauchfell bei der Kontrolluntersuchung ist durch die Gewebeprobe bestätigt worden. Bitte betet, dass Gott sie heilt oder sogar ein großes Wunder tut, dass sie nicht wieder eine aggressive Chemo braucht und wie vor anderthalb Jahren so eine schwere und große Operation. Vielen Dank. Ja, Krebs, das ist so eine Krankheit, wo es so verbreitet ist. Aber hier steckt auch eine ganze Menge Glauben drin. Und dafür möchten wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr, Herr, dass du der Herr bist. Du siehst jetzt die ganze Situation, du kennst diese Person. Und ich danke dir dafür, Herr, durchflute du den ganzen Leib mit deinem heilenden Blut, das du am Kreuz von Golgatha vergossen hast, Herr, an Blut zur Rettung, zur Heilung. Und ich danke dir dafür, Herr, dass dieser Krebs vertrocknet und verschwinden muss in deinem Namen, Jesu. Herr, ich danke dir dafür. Du bist der Gott, du bist der Heiler, du bist der Befreier. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Amen. Amen. Ein junges Mädchen bittet hier um Gebet. Ich bin eine Abiturientin, die sich momentan ziemlich schwer mit der Schule tut. Trotz all meinen Bemühungen und Zeit, die ich investiere, erlange ich nicht das Ergebnis, das ich mir erhoffe. Ich habe das Gefühl, von Zeit zu Zeit schwacher und voll mit negativer Energie vollgepumpt zu werden. Außerdem verspüre ich in meinem Leben keine Erfüllung. Es fühlt sich alles eintönig an. Ich bete, dass der Herr mir mehr Lebensfreude und Kraft schenkt. Ich möchte Sie bitten, für mich zu beten, da mir dies sehr nahe geht. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst, was viele gerade erleben. Und dafür möchten wir jetzt beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt auch dieser Abiturientin begegnest, Herr. Mit großer Freude, mit großem Frieden, Herr. Auch mit einer inneren Gelassenheit, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass auch Entspannung hineinkommt in all den Druck und in all das Misslungene, all das Nicht-Erreichte. Oh, ich danke dir, Herr. Du hast für uns alles erreicht und vollbracht. Und ich danke dir dafür, Herr. Schenk dir auch wirklich die Weisheit, Herr, auch die ganze Sache mit der Schule und auch, Herr, einen inneren Frieden und neue Perspektive, neue Freude. Ich danke dir dafür, Herr, dass du neue Möglichkeiten schenkst. Offenbare du ihr deine Möglichkeiten, speziell für sie. Ich danke dir dafür. Und Herr, all die anderen, Herr, denen es genau gleich oder ähnlich geht, ich danke dir. Herr, danke, Herr, dass du der Herr bist, der keinen an die Wand fahren möchte, sondern die Menschen, Herr, davon befreien. Herr, ich danke dir dafür, für deine Perspektive. Lass das einen jeden Einzelnen sehen. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott ist real und Gebet hilft, Gebet funktioniert. Und das schreiben uns auch viele Menschen. Und ein Ehepaar schreibt uns Folgendes. Der allgemeine Gesundheitszustand von meiner Frau und mir ist viel besser geworden. Das nächtliche Schwitzen bei meiner Frau ist weg. Ich war in den letzten Monaten so schwach und jetzt kann ich wieder gut stehen. Gott hat in unserem Leben gewirkt. Wie schön. Und eine ältere Dame schreibt Folgendes. Ich bin 79 Jahre alt und suchte eine neue Wohnung. Nach der Gebetsnacht 2019 hatte ich den Eindruck, dass ich im Internet nach einer passenden Wohnung suchen sollte. Kurze Zeit danach hatte ich auch die passende Wohnung gefunden. Alles passte, auch finanziell. Es war auch keine Renovierung erforderlich. Alle Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten sind am Ort. Es ist ein großer Segen für mich. Danke, Jesus, und danke euch. Und eine Heilung von Parkinson. Voller Freude kann ich sagen, dass ich in der Gebetsnacht von Parkinson geheilt wurde. Meine Hände zittern nicht mehr und die Nerven sind auch alle in Ordnung. Ich habe es
von dir, Daniel, ganz stark angenommen, als du sagtest, Glaube ist gleich Sieg. Jawohl, und das stimmt. Und eine Frau schreibt uns folgendes Zeugnis. Nach der Gebetsnacht am 26.10.2020 wurde ich von der Inkontinenz schrittweise geheilt. Ich bin so froh und dankbar. Danke, Jesus, und danke euch für eure beharrlichen Gebete und eure Unterstützung. Das tat mir sehr gut. Wow, was Gott alles tut und wie wunderbar, gerade die Sache mit dem Zittern, mit Parkinson. Und da weiß ich, dass jetzt Leute zuschauen, die sagen, oh Herr, ich auch. Und da beten wir jetzt dafür. Danke, Herr. Du hast es schon mal getan, Herr, bei dem Zeugnis, das wir gerade gehört haben. Danke, Herr, für jeden, der jetzt Parkinson hat und sich sehnt, das ganze Zeug loszuwerden. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, berühre du jeden, Herr, jeden, der jetzt ein Verlangen hat, Herr, gesund zu werden von dieser Krankheit. In Jesu Namen, danke, Herr. Amen. Hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und heute der Tipp des Tages. Ja, bete bewusst ein Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt gerade zu mir kommst. Siehe, der König kommt zu dir. Du bist vielleicht einsam, du hast vielleicht irgendwelche Probleme. Bist vielleicht schon lange Christ, kein Problem, aber du bist irgendwo wie verlassen auf dieser Erde. Bete jetzt ein Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt zu mir kommst. Danke, du, mein König, komm jetzt zu mir. Sei so richtig bei mir und schenke du mir das, was ich brauche. Er hat genau das, was du brauchst. Und schick uns weiter deine Anliegen, wenn du Sorgen oder Nöte hast. Wir beten gerne für dich und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Nächsten Sonntag ist 2. Advent. Schau mal wieder bei uns vorbei, 10 Uhr Livestream oder YouTube. Und noch die Meldung, wir haben ein neues Magazin vom Dezember. Schau es dir an. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns wieder und wünschen dir ein gesegnetes Wochenende. Alles Gute, der Herr sei mit dir. Hol dir unser Magazin nach Hause, natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.